Einen wunderschönen guten Tag, liebe Pfeifenraucher, meine auf YouTube. Ich versuch's mal wieder. Irgendwie ist bei diesem Film der Wurm drin. Und nebenbei ist mir auch noch die gute Pfeife ausgegangen. Macht nichts. Wir versuchen es in Kürze. 1941 wurde Hans Johnny Nielsen geboren. Hans Johnny Nielsen erwarb sich schon in frühen Jahren einen Spitznamen, unter dem er uns geläufig ist, und zwar Former. Hans Johnny Nielsen ähnelte wohl damals dem englischen Schauspieler George Formby, der mir nun persönlich nicht wirklich was sagt. Aber so falsch kann der Spitzname nicht gewesen sein, sonst hätte Former ihn längst abgegeben. Er begann mit 15 bei Paul Rasmussen in seinem Pfeifenladen in Kopenhagen, lernte dort natürlich überwiegend die Repertur von Tabakspfeifen, verließ diesen nach 2 Jahren und hatte dann eine längere Zeit mit Teddy Knudsen, Entschuldigung, Sven Knudsen zu tun. Sven Knudsen ist der Bruder von Teddy Knudsen. Es fallen hier viele Namen, die euch irgendwie bekannt sind. Für ihn arbeitete er kurze Zeit, begann dann seine Militärzeit von 16 Monaten, fing 1962 bei Larsen an als Factory Manager, wo er auf Vermittlung von Sven Bang hinkam. Ich sage doch viele berühmte Namen. Dort wurde er entlassen, um sich dann wieder mit Sven Knudsen zusammenzutun, der ihm dann die Feinheiten des Pfeifenmachens beibrachte. Von 1963 an bis 1973 arbeitete er als Manager und Werkstattleiter bei Larsen und bildete dort einige heute berühmter Pfeifenmacher aus. Das Witzige ist, egal welches Forum man nimmt, die Liste ist immer eine andere. Wir haben hier also zum Beispiel Teddy Knudsen, Phil Wiegen, Ilstedt und, die angeblich unter ihm gelernt haben. Nachkontrollieren kann ich es nicht. Ungewöhnlich wäre es auch nicht. Ich glaube, in dieser Zeit begannen die dänischen Pfeifenmacher immer mehr zusammenzurücken, um sich besser kennenzulernen und an einen gemeinsamen Strang zu ziehen. Nach gut 10 Jahren, also 1973, verließ er Larsen, arbeitete aber während dieser Zeit auch für Emil und Czestchanowicz, da diese wohl größere Aufträge für den Export von Pfeifen nach Japan hatten und dies alleine nicht mehr bewerkstelligen konnten. Nun zeichnen sich die Pfeifen von Emil Czunowicz genauso wie die von Former durch eine große Schlichtheit und ein klassisches Grundshape aus, das mit dem berühmten dänischen Pfiff verfeinert ist. Also war das wohl die beste Entscheidung für Former, auch diese Aufgabe zu bewältigen, und fertigte in dieser Zeit wohl um die 15 Pfeifen pro Monat, die dann entsprechend verkauft wurden. Danach arbeitete er in eigenem Namen, bis er 1986 wohl in die Schweiz umsiedelte, um dort die alten Brubru-Werke wieder zum Leben zu erwecken, um eine neue Marke zu kreieren, und zwar Bentley. Bentley an diesem Logo zu erkennen, zeichnete sich dadurch aus, dass sämtliche Formen von Former entwickelt wurden, die
Pfeifen selbst mit Kopiersägen etc. pp. Hergestellt wurden. Die Endbehandlung aber wiederum durch Pfeifenmacher erfolgte oftmals durch Former selbst. Es handelt sich bei Bentleys eigentlich immer um sehr klassisch wirkende, sehr hochwertige Pfeifen, die ausgesprochen gute Raucheigenschaften haben. Es sind nicht die großen Eyecatcher, um Menschen zu beeindrucken, aber es sind tolle Pfeifen. Ich glaube, ich habe 2 oder 3. Ich könnte noch ein Video machen. Nach 10 Jahren verließ er diese Firma wieder. Und ich glaube, Bentley versucht immer noch mit 2 Linien die Qualität dieser Schweizer Firma am Leben zu erhalten. Und zwar durch eine eigene Reihe und durch Design by Former. Bereits in der Zeit von Bentley siedelte er erst, ich glaube, nach Hamburg um. Und danach wiederum nach Dänemark zurückzukehren. Ein Jahr, nachdem er nach Dänemark zurückgekehrt ist, wurde der genannte Vertrag wieder aufgelöst und er arbeitet seitdem nur noch unter eigenem Namen. Es gibt, Foren sind was Schönes, immer wieder Streitpunkte, ob er seine Pfeifen mit Former Made in Denmark oder Handmade und Freehand oder Handmade by und gestempelt hat. Ich glaube, dass es sich bei solchen Dingen oftmals einfach auch um Zeitgeschmack handelt, der immer wieder mal wechselt. Manchmal sind die Gründe auch viel einfachere. Ein Stempel ist weg, muss man den anderen nehmen. Wie gesagt, die Pfeifen von Former zeichnen sich durch eine klassische Shape-Führung aus, die oftmals leicht, aber wirklich nur leicht, dänisch aufgebrochen ist. Er hat zwar auch schon mal extremere Formen für seine Verhältnisse, Pfeifen, die nach Eicheln aussehen und, aber klassisch sind eigentlich seine Grundformen anzusehen. Und jetzt kommt die obligatorische Geschichte, die vorher sein muss. Prost. Ich fand bei eBay ein Konvolut von 5 Pfeifen. 3 Stanvils, eine Oldencott und eine Former. Schön dunkel fotografiert. Achtet mir bloß auf die Ratschläge von Ralf. Aber ich dachte mir, Former wolltest du schon immer mal eine echte haben. Und selbst wenn es sich um eine Bentley handelt, bis zu einem gewissen Preis kann man damit gehen. Die waren früher auch nicht billig. Ja, gesagt, getan. Für mit Porto und Verpackung 35, schlag mich tot. Kam dann das gute Stück bei mir an und da traf mich erstmal der Schlag. Der Humidor, der als Auffangbehälter für die Pfeifen diente, muss jahrzehntelang einen feuchten Keller geziert haben. Die Pfeifen selbst waren alle oben am Kopf zugekohlt und zwar Minimum 2 Cent Stück starke. Von der Außenfarbe hat man so gut wie nichts mehr erkannt. Die Mundstücke changierten zwischen dunkelgelb und zum bisschen weiß. Gut, sagte ich mir, versuchen wir es einfach mal. Ich habe dann einfach begonnen, die Kohleschicht im Kopfinneren zu entfernen. Um es kurz zu machen, 3 Pfeifen konnte ich nicht retten, da sie zerkohlt fahren. Bis auf wirklich wenige Millimeter in der Außenhaut war der Rest tot. Ich habe schon bei der Kohleschicht oder bei der Cake-Schicht selbst gemerkt, dass wirklich tiefste Risse dort durchgingen, eigentlich ein Zeichen dafür, dass ein Mensch diese Pfeifen geraucht haben muss, der sehr heiß rauchte und zwar sehr, sehr heiß. Und dem eigentlich ziemlich egal war, in welchem Zustand seine Pfeifen danach sind. Na gut, also 2 Stanvils und eine Oldencott waren für die Tonne nach der ersten Räumaktion.
Die Stenwell, die übrig geblieben ist, versuche ich jetzt langsam zu retten. Aber was viel wichtiger war, was ist mit meiner Forma? Nun, zeige ich sie euch erstmal. Klassischer kann auch eine Pfeife nicht sein. Ist dazu geben. Das ist eine richtig schöne klassische Pfeife, wie ich sie mag. Wie auch Rainer sie mag, wie auch Dirk sie teilweise mag, wie sie sich über 100 Jahre bewährt hat. Ein Nussbraun, dunkelbraune Kontrastbeizung belebt diese wirklich auffällige Maserung, die vorne Crossgrain und Bird Eyes hat, an der Seite auch noch ein paar Bird Eyes. Es geht alles kreuz und quer durcheinander, sieht richtig gut aus. Mit einem Ebonit-Mundstück, ohne Filter. Das war mal der ursprüngliche Farbton. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, in welchem Zustand diese Pfeife war. Die Kohleschicht war hier oben ebenfalls 2 Cent Stück dick. Ich habe lieber gleich auf die Nivea Creme Methode verzichtet, weil ich mir sagte, da brauche ich ja ein halbes Jahr für und habe vorsichtig wirklich Schicht für Schicht mit einem Skalpell die Kohleschichten runtergeholt, bis nur noch ein Hauch drauf war. Dann konnte ich wieder die Handcreme nehmen, um feststellen zu dürfen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, hier kann man es gut sehen. Der Mann, der diese Pfeife rauchte, war ein Klopfer. Also es gab wohl nichts, was ihm hart genug gewesen wäre, um seine Pfeife auszuklopfen. Ein Jammer. Andererseits bin ich dann auch glücklich über die Kohleschicht. Das hat den Rest der Pfeife gerettet. Die Keksschicht innen drin war wirklich zutiefst rissig, kraterlandmäßig, wirklich schlimm, gut ausgeräumt, mehrfach ausgeräumt, danach mit mittlerem, dann Feinsandpapier wieder glatt geschliffen und jetzt kann man sagen, jetzt habe ich wieder eine Pfeife von ihm. Der Holm selbst innen war zu. Und dem Mundstück ging es nicht anders. Das Mundstück war auch dunkelgelb bis weiß. Ich frage mich manchmal, wie die Fotos noch hinkriegen. Ich habe sage und schreibe 3 Packungen Pfeifenreiniger, 2 Packungen weich und 1 extra hart benötigt, um diese Pfeife überhaupt wieder gangbar zu machen. Im Nachhinein muss ich aber sagen, bin ich eigentlich ganz froh drüber, weil wäre diese Pfeife nicht so schnell zugegangen, wäre die bestimmt von dem Vorbesitzer auch durchgekohlt worden. So ist es eine gute, rauchbare Pfeife. Das Mundstück hat keinerlei Embleme. Die Stempelung selbst lautet Made by Forma in Dänemark. Und ihr müsst zugeben, es ist wirklich ein schönes Pfeifchen mit einem wirklich guten Füllvolumen. Da kann man nicht behaupten, dass sie klein ist. Die ist relativ leicht für die Größe. Das Mundstück breit, eben jetzt durch die Schleifaktion nicht mehr 1000%ig bündig, aber ist egal. Der Biss ist jetzt genial. Jetzt muss man sagen, der Vorbesitzer war auch einer mit Stahleckzähnen. Die Oldenkott durchperforiert. Die anderen sahen auch nicht gut aus und bei der hatte ich schon die größten Befürchtungen, ob ich das Mundstück noch retten kann. Jetzt ist der Biss schön dünn und sie sind weg. Es hat wirklich seine Zeit gedauert mit 800er Schleifpapier, 1000er, 1500er, 3000er, 3 verschiedene Schleifpasten, Paraffinöl, Poliertüchern, damit daraus wieder ein schönes, glänzendes
Holzbuntstift wird. Aber diese Pfeife dankt einem. Ich habe natürlich vor der ersten Inbetriebnahme einen Pfeifenreiniger mit Zitronensäure hineingepackt, ihn einen halben Tag sozusagen einwirken lassen, sie dann noch anderthalb Tage auslüften lassen und dann geraucht. Und Heidewitzka, eine tolle Pfeife. Sie wird wirklich nicht heiß. Die Wärme steigt gleichmäßig nach oben weg oder verteilt sich über den Holm. Es ist ein sehr, sehr angenehmes Handgefühl, so wie die ganze Pfeife eigentlich sich unheimlich schön fassen lässt. Und es ist schon eine kleine Entdeckung und eine Freude für mich. Wer kann schon für ein Apfel und ein Ei so eine schöne Pfeife kaufen? Gut, man hätte vielleicht professionell Olaf Langner rufen sollen, aber ich hatte auch den Ehrgeiz, es mal selber zu machen, zumal ich ja keinerlei Maschinen besitze und alles mit der Hand mache. Also in diesem Sinne kann ich schon glücklich sein über das Ergebnis und all diejenigen, die klassische Pfeifen mögen, guckt euch auch mal bei Forma um, weil die Neupreise sind nicht ohne. Ich glaube, sie beginnen bei ungefähr 250 Euro. Er besitzt keine Gradierung. Dementsprechend sind bei besonders guten Maserungen natürlich den Aufschlägen der Fachhändler Hof und Türen geöffnet. Und wie gesagt, Herr Forma bzw. Herr Nielsen ist mittlerweile 71 Jahre alt. Hoffen wir noch, dass er Jahrzehnte für uns tätig sein kann, aber irgendwann will man vielleicht auch mal seinen verdienten Ruhestand genießen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne, erfolgreiche, friedliche, gesunde oder genesende Zeit. Kommt mit den Anfeindungen des Alltags gut zurecht. Lasst euch von den Einschränkungen nicht irre machen, weil jeder von uns hat einen Grund hier zu sein und der minimalste davon ist eisern durchhalten. Seid euch gewiss, ich denke an euch und alles wird gut.